Rätsel, ausgerechnet, die hat keins. War das nicht die neue Oma Enigma? Kann schon sein, ja. Muss ich sie dann auch wie Oma Enigma sprechen? Ja, mach doch mal. Ah, Professor Layton, schön euch wiederzusehen. Die Freude ist ganz meinerseits, Fräulein Büchner. Ach so, Grätzel Büchner. Ah. Übrigens ist mir aufgefallen, dass Labyrinthias Rätsel äußerst hochwertig sind. Es ist herzerwärmend, das von euch zu hören, Professor. Nun denn, würdet ihr gern erfahren, ob ihr ein Rätsel verpasst habt oder euch an einem versuchen, das ihr aufgeschoben habt? Oh. Wie wäre es, wenn ihr einen Augenblick verweilt, um einige Rätsel anzusehen? Oh, tatsächlich. Zauberstempel. Machen wir das doch. Aha. Oh nein. Ist bestimmt voll einfach. Ein Kunde möchte das aufgezeichnete Muster farblich hervorheben. Benutze den magischen Stempel, um dem Wunsch des Kunden nachzukommen. Eine zuvor eingefärbte Stelle zu stempeln, lässt jene Farben verschwinden. Führe den Stempel über den Touchpen und berühre den Bildschirm, um zu stempeln. Ah. Die Abbildung auf dem Touchscreen hilft dir, den Stempel richtig anzusetzen. Okay, also Moment. Wenn ich stempel, dann verschwindet das Gestempelte wieder. Wenn ich vorher schon was gestempelt habe. Bup, So habe ich es bup. verstanden. Ah, okay, gut. Die Farbe verschwindet, wenn du eine bereits eingefärbte Stelle ein zweites Mal stempelst. Ja. Sieht doch schon mal gut aus. Naja, aber ich kann ihn nicht drehen, den Stempel. Oh, Mist. Aber ja, ich glaube hier, wenn ich hier weiter stempel erstmal. So, und das gleiche dann nochmal hier mache. Hier, ne? Und dann so, ne? Müsste, ja. Das ist doch schon mal sehr gut. Ah, okay, und ich glaube, gleich habe ich's. Oder nein? Wie soll ich das noch? Moment. Geh mal zwei nach. Ich glaube, ich weiß. So? Nee. Doch, Ja. ah, ja, klar. Und dann drunter nochmal stempeln einfach. Ja. Dann hast du diesen Part. Warte Und wenn du mal. das jetzt einfach nach unten stempelst, dann kommst du unten richtig raus. Richtig. Oder ich stempel von unten nach oben. Es macht eigentlich keinen Unterschied. Ja, gut. War War ja doch nicht so easy. schwer. Das war toll, Luke. Blendend, wirklich ein sehr schönes Muster. Der Kunde wird sehr zufrieden sein. Kunde. Naja, der Ach das so. gestempelt haben wollte. Das war eine bemerkenswerte Rätsellösung. Okay, und jetzt Bücherreihe. Kommt mir bekannt vor, aber es war bestimmt ein anderes Rätsel. Auch mit Büchern. Na, 20 Oh, für Bücher. 20, naja. Die Bücher im Regal sind ganz durcheinander geraten. Richtig angeordnet ergeben die Buchrücken ein Bild. Bring die Bücher in die richtige Reihenfolge. Auf dem oberen Bildschirm kannst du die Bücher von unten sehen. Achte nicht auf die verbrannten Stellen, das Bild ist trotzdem noch nützlich. Moment. Also. Wie viele grüne Ja, haben das. wir? Also okay, das sieht eigentlich jetzt so aus, als wäre das nicht schwierig. Du sollst sie halt einfach so hinstellen wie auf dem Bild, oder? Ja. Sortiere die Bücher. Jetzt ist natürlich die Frage. Ach so, die ergeben ein Bild zusammen. Das heißt, ich muss auch noch. Also das kommt auf jeden Fall dort an die Seite. Jetzt müssen wir überlegen, ob das nächste ist. Ja. Das sieht richtig aus. Ja. Okay, Hier ja. kommt's. Ach so, und dann, Moment, dann kommen die drei höheren, aber
fragt sich, in welcher Reihenfolge. Ich glaube, das ist das nächste. Nee. Ah. Das ist gut. Und dann ist das nächste schon richtig und so. Ja. So, jetzt kommt ein grünes. Aber nicht das grüne. Ich glaube, das andere grüne. Ah, stimmt, klar. So, wir haben's. Ach, das ist ja die Jungfrau. Oh, nee, sonst... warte, halt. Nee, hä? Doch, passt. Passt. Ja, doch. Gut. Ja. Ist ja niedlich. Okay, Antwort. Mhm. Ja, für 20 Pikarat hätte ich jetzt auch nichts anderes erwartet. Ja, die Rätsel hier sind sowas von hochkarätig. Hochpikarätig. Und pikarätig. Belesen. Was ist denn das bitte für eine Beglückwünschung? Fühlt es sich nicht toll an, wenn alles schön angeordnet ist oder geordnet ist? Vor allem, ich kann mich noch dran erinnern, wie ich mal so ein bisschen japanisches Layton gespielt habe. Da stand immer nur Seikai. Gut gemacht. Und hier stehen immer irgendwelche fruchtig, belesen. Finde ich aber cool. Ich finde deutsche Übersetzungen generell ziemlich gut gemacht, wenn so... Ja, wenn sie von Nintendo gemacht werden. Okay. Okay, ja. Ach, da fällt mir ein, in einem Paper Mario Spiel, glaube ich, war das. Da gab es ja auch einen Groß Frostheim. Mhm, ja, stimmt. Und das war ja eine Anspielung an. Gibt's denn überhaupt dieses Hauptquartier noch? Ich glaube, das haben sie. Vor ein paar Jahren umgezogen nach Frankfurt. Ah, okay. Ja, in Groß Ostheim war nämlich die Nintendo-Zentrale hier in Deutschland. Mhm. Ich glaube sogar für ganz Europa. Mhm, ja, es kann sein, ja. Das war eine bemerkenswerte Rätsellösung. So, und damit haben wir auch schon wieder zwei Rätsel mehr. Kommt ruhig jederzeit her, wenn ihr das ein oder andere Rätsel lösen möchtet. Okay, und jetzt gehen wir da mal rein. Wenn wir da hin sollen, nee. Nee, sollen wir nicht, wir sollten vor dem Gebäude nach rechts, nach Osten. Ach so, oh. Upsi. Hier. Hey, weißt du, was mal in einem Schloss toll wäre? Wenn man einen großen Saal hat, der völlig, weiß ich nicht, der so ein bisschen dreckig ist und dunkel und sowas. Weißt du, wie man den dann nennen kann? Trübsal. Trübsal. Oi, 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 oi. So, bitte ein Rätsel. Ah, der andere hat bestimmt keins. Ah, seid ihr nicht... Nein, sind wir nicht. Hirschleiten, der Hutmacher. Nun, Hutmacher bin ich nicht, und doch bin ich gewiss Hirschleiten. Mir wurde mitgeteilt, dass meine Anwesenheit im Audienzzimmer gewünscht wird. Ich habe tatsächlich etwas davon gehört, doch es ist mir ein Rätsel, warum? Wupp! Da fällt mir ein Rätsel ein. Bei allem nötigen Respekt, warum sollte der Schmier meine Hutmacher ins Audienzzimmer einladen? Weil er einen Hut möchte. Dürfen sonst keine Leute hinein? Natürlich nicht. Sowohl das Audienzzimmer als auch der Turm, in dem er residiert, werden streng überwacht. Beide Orte kann man nicht einfach so besuchen. Habt ihr gerade Turm gesagt? Der Turm des Schöpfers, selbstverständlich. Erzählt mir nicht, ihr habt noch nie davon gehört. Ich hab noch nie davon gehört. Er kommt nur raus, um bei den Paraden vor den Bürgern zu erscheinen, der Turm? Ja. Der Schöpfer kommt immer ins Audienzzimmer, wenn es eine Parade gibt. Weil er in den Turm nicht rein kann. Weil der Turm bei den Paraden erscheint. Ihr Ordensritter gewährleisten seinen Schutz von diesem Wachposten aus. Wir fühlen uns durch seine Anwesenheit geehrt, selbst wenn er nicht zu uns spricht. Spricht in einen Turm? Hallo! Ich bin ein Turm. Oh, auf diesen Turm möchte ich raufklettern. Oh, Moment, ich muss mich mal hier festhalten. Weißt du noch? Nee. Layton Aslan! Stein! Ja! Was?
Ja. Ja. Der Stein. Fallen Sie bloß nicht runter. Oh Mann, das ist wirklich einer der besten Momente meines Lebens gewesen. Ja, das stimmt. Das und der Übersichtsplan. Ja, das stimmt, der Übersichtsplan auch. Das war doch gerade bei diesem Fall, ich glaube, mit der alten Old Bag. Wo dann da auf einmal irgendwie die von solchen Mafiosi oder sowas da umzingelt waren. Und auf einmal kommt, wie hieß der jetzt nochmal? Der Inspektor. Ja, ich sag immer Inspektor. Ja. Irgendwas mit G. Inspektor Gumshoe. Gumshoe, irgendwas mit Kaugummi wollte ich noch sagen, ja. Ja. Nicht Gumpert. Gumpert. Oh Mann. Ja, aber, ja. Reden wir nicht drüber, das haben vielleicht viele von den Zuschauern auch gesehen. Und wer nicht, kann leider sich dazu nicht viel vorstellen. Er kann es ja suchen, das wird nur wenige Stunden in Anspruch. Da müsste ich echt mal ein Best-of irgendwann mal machen. Wenn wir hier durch sind, dann mache ich das. Best of Phoenix Wright und Layton. Bisher. Zumal der eh kein Layton mehr kommt momentan. Ja, Layton kommt ja sowieso nicht mehr, genau. ja. Ich verstehe. Also ist es ein großes Privileg, dass wir hierher eingeladen wurden. Ah. Nein, Passt euch auf. Passt auf, dass euch nicht das... Kinder. Passt auf, dass euch das nicht zu Kopf steigt. Und wartet hier, während ich das Tor öffne. Ich so an die Parade denke, schien der Schöpfer wirklich von jedem in der Stadt sehr hoch geschätzt zu werden. Ja, also der ist bestimmt so 2'10". Aber niemand hat je nachgemessen. Allerdings... Ich meine die Körpergröße. Und nicht die Fußgröße. Ja, genau, die Schuhgröße. Die ja angeblich Aufschluss über sowas geben soll. Wurde sehr oft bezweifelt schon. Ich glaube auch nicht dran. Ich auch nicht. Da müsste ich viel größere Füße haben. Mindestens Schuhgröße 52. Stattdessen habe ich nur 25. Nein. Allerdings, Luke, immerhin hat er die Geschichte der Stadt verfasst. Somit ist er quasi eine Art Gottheit. Eine Gottheit? Nein, das darf doch nicht wahr sein. Er ist wirklich eine Gottheit? Das Tor klemmt komplett bestimmt. Doch scheint es einen Tumult zu geben. Beim Turm. Das ist dieser Ritter. Er kommt hierher zurück und er sieht nicht besonders glücklich aus. Das ist schlimm, ganz schlimm. Was mache ich bloß? Was ist denn geschehen? Der Turm ist weg. Nun, Schwarzhut. Das T-Tor lässt sich nicht öffnen. Das T-Tor. Es ist kaputt und ich kann es nicht reparieren. Oh Mann. Was passiert denn jetzt? Wenn ich das nur wüsste, was soll ich bloß tun? Wir müssen etwas unternehmen. Wir können den Schöpfer nicht warten lassen. Wenn wir das tun, war es doch mit meiner Karriere als Dritter. Es sei denn, solltet ihr beide nicht gut darin sein, Leute zu finden? Leute zu finden? Nicht sonderlich, würde ich sagen. Sagt sowas nicht, ich brauche eure Hilfe. Es gibt einen Ritter, der das Tor reparieren kann, aber er ist sehr beschäftigt damit, mit den anderen Rittern zu üben. Den Satz war jetzt erst nicht verstanden. Ich würde ihn gern hierher zurückrufen, ohne die anderen zu stören. Aber mein Telefon ist gerade kaputt. Man kann ihn nur ausmachen, wenn man nach einem Ritter mit einem ungewöhnlich geformten Schwert sucht.
So, liebe Ritter, Hose runter. Mit einem ungewöhnlich geformten Schwert. Das ist interessant. Professor, bedeutet das nicht? Aua, mein Fuß! Sehr wohl, mein Junge. Wir können dies wie ein Rätsel angehen. Also, versucht ihr ihn zu holen? Ja, mal sehen, was sich machen lässt.